Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Das heutige zweite Leck folgt dem Sognefjord bis fast an seinen Anfang in der Nordsee. Wir starten auf der 2-4 und fliegen zunächst ein Weilchen am Nordufer entlang. Später wechseln wir dann zur anderen Seite. Erst kurz vor dem Meer drehen wir nach Süden ab und halten Kurs auf Bergen. Der Flughafen Bergen wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt und ist nach Fluggästen und hinter Oslo der zweitgrößte Airport in Norwegen. Der Anflug dorthin ist ein tolles Erlebnis und obendrein ein echter Landschaftsgenuss. Man weist uns die Standard Landing Procedure zu, also Gegenanflug, Queranflug, Endanflug, und ein Marschaller bringt uns schließlich in den weit vom Schuss liegenden Bereich der allgemeinen Luftfahrt. Aber anders als in Stavanger ist man hier auch auf kleine Flugzeuge vorbereitet, denn es gibt mehrere kleine Parkbuchten inklusive Möglichkeiten zum Festmachen. Ich will auch noch ganz kurz auf die Airportkosten eingehen, die auf jeden VFR-Flieger zukommen. In Norwegen gibt es keine Landegebühren, stattdessen bezahlt man das Parken und den Start. Der größte Eigentümer norwegischer Flughäfen ist das staatliche Unternehmen Avinor. Es betreibt 33 zivile und 12 militärische Flughäfen. Bis auf Fyresdal, wo wir kostenlos gelandet sind, gehörten alle anderen Airports zu Avinor. Und für diese Plätze gibt es ein sehr einfaches Verfahren auf dem Avinor-Portal, dessen Adresse man hier oben sehen kann. Wenn man ein entsprechendes Add-on im Browser hat, kann man das auch auf Deutsch lesen, aber der Prozess ist sehr einfach und läuft ab wie eine x-beliebige Bestellung bei einer Firma in Deutschland. Man braucht keinen Account, allerdings muss man dann seinen Namen und seine Adresse jedes Mal neu eingeben. Das geht aber relativ flott. Nach dem Klick auf Single Takeoff öffnet sich hier unten ein Feld für die weitere Eingabe. Man trägt also den Wert für MTOW und auch alle anderen Daten ein. Ich nehme hier mal das Datum von heute der Videoerstellung. Man wählt den entsprechenden Airport und Inland- und gegebenenfalls grenzüberschreitender Flug aus, dann noch nicht kommerzieller Flug und das Kürzel für das Flugverfahren, also VFR, und das war's dann auch schon. Nach dem Klick auf Calculate erscheint der Betrag, den man zu entrichten hat. Das ist auf jedem Avinor Airport derselbe Betrag. Bei einem Umrechnungsfaktor zwischen norwegischen Kronen und Euro von ungefähr 10 ergeben sich also Startgebühren von ca. 22 Euro. Für einen Platz dieser Größe und der Verkehrsleistung also durchaus günstig. Wenn man jetzt auf Kaufen klickt, öffnet sich ein Bezahldialog, wie er üblich ist. Ich habe immer meine Kreditkartendaten genommen, das wurde jedes Mal akzeptiert. Und nun geht's los. Sonnenal Information, good day, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu Songdal, hello again. Hello again, Delta Mike Zulu, type of aircraft is CT, Charlie Tango, two people. We are going now to Bergen and request taxi. Delta Mike Zulu Songdal, roger, the runway 24 in use, 220 red 7 and QNH 1019er, and the runway is free. Runway is free, QNH 1019er, and we are taxiing now to runway 24. Roger. Genau. Delta Mike Zulu, backtrack 24. Delta Mike Zulu, Songdal, roger. Delta Mike Zulu, ready for departure, 24. Delta Mike Zulu, Songdal, roger. No report in traffic, runway 3. Delta Mike Zulu, taking off, 24.
bockig hier. hinter der nächsten Ecke kommt eine Stromleitung, wo die Masten auf 2600 Fuß sind. Hier kam eben noch eine Meldung, noch eine Stromleitung in 3 Kilometer Entfernung. Climb above 3000 feet, sagte er. Okay, also in dieser Höhe kann ich mir keine Stromleitung vorstellen. Ja, wahrscheinlich die Masten links und rechts. Traffic information is available with Polaris from 124.7. Have a nice flight. Delta Mike Zulu, Roger, 124.7. Bye bye, thank you for your service. You're very welcome. Dieser Fjord mit seinen 204 Kilometern ist der längste und gleichzeitig auch tiefste Fjord Europas. Etwa in der Mitte geht es über 1300 Meter unter die Wasseroberfläche. Er wird deshalb manchmal auch der König der Fjorde genannt. Der Sognefjord verästelt sich in sehr viele Seitenarme. Vor dem Eingang zum Fjord liegt unter Wasser eine Felsenschwelle, die aus der Nordsee nur das warme Oberflächenwasser des Golfstroms in den Fjord hineinfließen lässt. Dadurch sorgt der Golfstrom für ein insgesamt mildes Klima. Am Nordufer gibt es deshalb sogar Obstanbau. Wir sind hier weit und breit das einzige Flugzeug und genießen den gut einstündigen Flug sehr. Erst kurz vor Bergen wird es mit dem Anflug auch fliegerisch wieder spannend. Challenge 2 is full throat wind 3-4 degrees, 12 knots, runway 35, clear for takeoff on airborne and contact approach on 121.0.
Macau, boost the back for Radio Contact. Macau, Quebec, can flight information from approach 126, decimal 1, sir. 126, 1, so long, Lima, Macau, boost. Dann melde ich uns mal an. Ja. Bergen Tower, hello and good day. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, Western Tower, hello. Hello, Delta Mike Echo Mike Zulu. Type of aircraft is the CT, Charlie Tango, POB2. VFA from Haukasen, Echo November Sierra Golf, no fault band. Current position is 5 minutes north of reporting point Yelto in 1,700 feet for landing please. It's Quebec Romeo Low Line up from a 3-5. Red 8, Quebec Romeo, wind 3-4 degrees, 1-2 knots, runway 3-5, Kappa takeoff, 1-1-1, contact approach, 1-2-6, back to the bottom. Runway 3-5, approach, 1-6, contact approach, 1-2-6. Delta Mike Echo Mike Zulu, Tower. Delta Mike Echo Mike Zulu, go ahead. Yeah, Delta Mike Zulu, squawk 3604. Delta Mike Zulu, squawk 3604. Correct, it's QNH 1020 and clear to enter control zone. Be approaching Yelto to Haganes, 1000 feet or below. Delta Mike Echo Mike Zulu, QNH 1020, entering control zone via Yelto in 1000 or below. Das ist ja schon die Höhe von diesem Türm da. Jo. Geil. 463, Tano. Delta Mike Echo Mike Zulu, Position Yelto 900. Delta Mike Zulu, Delta Mike Zulu, next report, Bild Oil. Okay. Scandinavian 4163, runway 35, clear to land, wind 33 degrees, 13 knots. Clear to land, runway 35, Scandinavian 4163. Hello, hello again. Marshal to 5 Papa Yankee, we're here now, I'm with you. Papa Yankee, da. Das ist der Flughafen, ja. Wahrscheinlich, wenn das fällt. Genau.
nicht höher als 1000. Ne? Ja, da fliegt man hier schon mit durch die Kontur. Genau. Landet war einer. Line up for Metro 5. Line up Delta Mike Zulu, position Bildoy 900. Delta Mike Zulu. Oh, 1219, let's connect them in Port Washington. Marshall 5 Papa Yankee, wind 330 degrees, 15 from the 35, triple deck on and land airport. 5 and airborne 1261 and launch to 5 of the engine. Hold on. Delta Mike Zulu, inbound Beaver 900. Delta Mike Zulu, join left downwind runway 3. Delta Mike Zulu, downwind runway 35. Delta Mike Zulu, runway 35, flat landing 330 degrees, 16 knots. Delta Mike Zulu, clear to land, runway 35. Lehman and Lambert, Fox Post, Tangerhoof, Quebec. Lehman and Lambert, Fox Post, Tangerhoof, Quebec. Yes, that's a request to enter for the first of routing via Fauna and the Hogan there to find our left traffic permit. Yeah, Lehman, Tangerhoof, Quebec. I've cleared VFR inbound 1005 or below Lehman, Tangerhoof, Quebec will be fixed up. Report when ready to set course in Mount Sofa. Hold on, Lima, Tango, Quebec. Hold on, we have 4-5 Victor. 4-5 Victor, Talo. Vi har 4-5 Victor, line up runway 35. Line up 35, vi drar 4-5 Victor. Delta Mike Zulu, take first right, contact ground on 121.9. Delta Mike Echo Mike Zulu will vacate via Alpha 6 and count 121.9.
Flugzeug ist gerastet. Jupp. Ground, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, ground, taxi left via Yankee Bravo, hold short over Whiskey. Delta Mike Echo Mike Zulu will taxi via Yankee Bravo, hold short Whiskey. Do you need refueling? Delta Mike Zulu, negative. And will you be staying overnight? Delta Mike Zulu, yes, we stay overnight. So 2781 Taxi. So Hutschold Whisky, den müssen wir finden. Ja, habe ich schon. Okay. Das ist der Parallelweg hier dazu, auf der anderen Seite. Ja, dass da keiner das, rollt. Genau, dass sobald du ab rechts abbiegst, da kommt auch anscheinend schon Follow Me. Ja. Der dich dann an die Hand nimmt, der hat auf uns gewartet offenbar. Ja, ja. Rollst hier bis zum Ende und noch nicht genau, die nächste dann kommt rechts der Whisky auch. Genau. Noch nicht dieser, sondern hier ja, weiter. Genau. Und da fährt er wahrscheinlich gerade schon im Vollhalt. Ja, genau. 781, Taxi via Whisky and Echo, rolling point 35 Alpha 6. Whisky Echo 35 Alpha 6, bis zu 781. Es könnte nämlich sein, dass der Heli jetzt losrollt. Ja, ja. Presto 940, press startup. Presto 940, stop route QNH 1020. Stop route 1020, Presto 940. Delta Mike Zulu, follow the master car into parking. Delta Mike Zulu, following the marshal. Liegen zwei Reifen, siehst du die? Wo? Ach, da hinten? Nein. Ja. Egal, wo der uns hinstellt, das sind unsere. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube doch nicht. Also das hier ist die General Aviation Area laut Sky Demon. Ja. Jetzt steckt uns in die Hinter, in die letzte Ecke. Jo. Vielleicht gibt es auch noch mehr Reifen. Na, Rasen bin ich auch zufrieden. Ja, da ist noch ein kleiner. Drei sogar. Ja. Drei. Ja. Ist der nicht vorhin gestartet? 333? Ja, genau. Das ist der, der was? Auch in Stavanger gestartet ist. Der will, glaube ich, genau da uns da links hin haben. Und auch Reifen links. Angrabris 940 Taxi. Presto 940 Taxi on Whiskey, hold short of Echo. Helicopter landing on Yankee. Whiskey, hold short Echo. Presto 940. Normalerweise hätte uns der Marschaller nun mitgenommen. Aber den Vogel zu verzurren, alle Brocken herauszuholen und das Cover über den Flieger zu ziehen, das alles nimmt doch schon etwas Zeit in Anspruch. Wir bitten ihn also, in circa 20 Minuten noch einmal vorbeizuschauen. Aber da hat er wohl Wichtiges zu tun, jedenfalls holt uns ein riesiger Gelenkbus ab. Na, das kennen wir ja schon aus Malta. Damals war es noch eine echte Sensation. Er bringt uns zum Haupteingang des GATT und von dort genehmigen wir uns, im Gegensatz zu gestern in Stavanger, ein Taxi. Nach dem Einchecken im Hotel machen wir einen ausgiebigen Spaziergang durch die Altstadt und den Hafen von Bergen, lassen uns in einer Gaststätte zum Essen nieder und besprechen noch einmal die Erfahrungen des heutigen Tages. Das herausragende Thema des Abends ist unsere Erfahrung mit den Flugplänen. Sowohl Christian Sand als auch und ganz besonders der Tower von Stavanger hatten sich ja sehr stark gewundert, dass wir in dieser norwegischen Einsamkeit ohne Flightplan unterwegs waren. Wir konnten das Kopfschütteln des Stavanger-Lotsen von heute Morgen ja geradezu spüren. Und noch bevor wir zum ersten Landebier ansetzen, treffen wir die Entscheidung, okay, ab sofort fliegen wir nur noch mit Flugplan.
Der Aufwand ist gering, der Sicherheitszuwachs im Falle eines Motorausfalls aber enorm. Im Nachhinein hat es mich sogar ein wenig geärgert, diese Konsequenz nicht gleich gezogen zu haben. Ich kann also jedem Nordland-Piloten nur dringend raten, die Möglichkeiten des Flugplans zu nutzen. Wie ich das genau mache, das zeige ich im nächsten Video.